Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe hier von Die Sims 4. Es geht weiter. Was machen wir denn gerade? Wir sind, glaube ich, gerade auf Arbeit, kann das sein? Ich sehe uns nämlich nicht. Ach, da können wir. Da kommen wir gerade. Im Schlafanzug. In die Wohnung. Was haben wir denn vor? Wir haben vor, ein wenig zu spielen. Das finde ich gar nicht mal schlecht. Schauen wir mal wieder ein bisschen über die Schulter. Hier, das ist Tetris 2.0. Interessant, was wir so gerne spielen. So, was ist denn jetzt schon wieder los? Weglegen, okay. Mensch, du bist ja ein richtig ordentlicher. Meine Güte, der ist ja richtig, richtig ordentlich. Und möchte das jetzt auch weglegen? Ja, das würde auch weglegen. Ich würde sagen, wir ziehen uns danach mal was an. Und da fällt mir gerade auf, dass ich überhaupt keine Kommode habe. Halleluja. Haben wir vollkommen vergessen. Ja, problematisch natürlich ist, dass wir momentan einfach kein Geld dafür haben. Wir schauen mal ganz kurz hier. Wie geht denn das? Inventar. Nee, das hatte ich eigentlich nicht vor. Ja. Können wir gut gebrauchen, würde ich sagen. Wir sind ja auf Geld aus und da ist auch das kleinste bisschen eine große Hilfe. Was macht er denn? Er trinkt nur Glas Orangensaft, wenn ich das richtig sehe. Setz dich doch dabei hin, Nation. Warum bleibst du denn immer stehen, Mensch? Du mit deinen Häschenschuhen hier. Meine Güte. Aber wir können unsere Sachen ja auch anders anziehen. So, und auch das geht während des Trinkens, finde ich auch klasse. Das hatte ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert. Finde ich gut. Mensch, und gleich abwaschen. Nation, du bist ja richtig gut heute. Was ist da los? So, schauen wir mal, was die Arbeit sagt. Wann müssen wir das nächste Mal? In 6 Stunden müssen wir das nächste Mal arbeiten und es riecht verdächtig nach einer Beförderung. Und die ist auch dringend notwendig, denn 9 Sim-Dollar in der Stunde, das ist ja nun wirklich gar nichts. Und ich bin gespannt, wie denn die nächste Stufe wohl aussehen mag. Was wir dort erreichen müssen und natürlich auch, wie viel wir dort verdienen werden. Und er hört Musik. Hörst du wieder klassische Musik? Ja, und das sind mal klassische Musik, habe ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt wenig das Problem mit. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass dieser dämliche Wecker, dass ich da irgendwie nicht stellen kann. Kabinuhr mit, ja. Sagt das der Kaminuhr, dass sie nicht gestellt werden möchte. Was haben wir dann hier noch? Kapitänsuhr. Ja, nee, danke. Uhr, die Erinnerung. Kostet alles ein bisschen viel. Ich denke mal, das lassen wir sein. Wir verkaufen den Schrott. Und kaufen die Uhr in. Okay, sieht doch cool aus. Gucken wir mal, ob man die stellen kann. Nein, auch die kann man nicht stellen. Aber die ist mit einem Velociraptor. Ist ja cool. Gefällt mir. Passt auch vom Rahmen her zum anderen Möbelgegenständen, wie zum Beispiel hier eben den Nachttisch oder eben den Schreibtisch mit unserem super-duper PC hier. So, was lesen wir eigentlich? Wir lesen Liebe in den Zeiten der Stulle? Okay. Wenn er das meint, wenn er das sagt. Und ich glaube, die Objektlautstärke, die ist jetzt ein bisschen zu leise. Die stelle ich einfach mal noch schnell ein bisschen hoch. Wenn es gehen würde? Fragezeichen. Hallo, ach, Spieloption. Ich glaube. So, ist das jetzt besser? Ja, sehr schön. Bisschen besser, damit man es auch hört, wenn wir nicht direkt daneben sind. Ja, und Nation, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie viel Zeit haben wir? Er muss aufs Klo. Ne, wir gehen jetzt erstmal aufs Klo.
Muss ich auch, aber das erst nach der Aufnahme. So, Nathan, nimmst du das Buch mit auf Klo? Finde ich schön. Ja, viele Leute lesen ja auf Klo gerne. Nation gehört dazu. Ach, seht ihr? Ist Voll genauso was, happy ey. darüber wie ich. So, und wir schauen mal in den Briefkasten. Da ist Post drin. Ich bin gespannt, was das sein mag. So, unsere Bedürfnisse sehen doch im Großen und Ganzen ganz gut aus. Wir haben noch 4 Stunden. Ich denke, das reicht noch mal, um etwas zum Mittag zu essen. Vielleicht haben wir noch was im Kühlschrank. Ja, haben wir. Perfekt. Ein Gericht nehmen. Mit dem Gericht werden wir uns dann aufs Sofa pflanzen und dabei ein bisschen kochen. Kochen gucken. Nation hat alles auf den. So, haben wir das mal da platziert. Allerdings eigentlich soll das ja hier rein. Warum geht denn das nicht, Freunde? Dafür habe ich das Ding doch gekauft. Ah, da ist es. Das erste Element. Uzinat hier. 45 Wert. Das war schon wieder natürlich. Oh, Löwenzahn 80. Sehr schön, Mensch. Da werden wir richtig reich. Und ich denke mal, wir können mal gucken, wie viel eine einfache Kommode kosten würde. Oha, 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 oha. Ja, die, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir nicht. Die ist mir ein wenig zu farbenfroh. Ich da denke, da entscheide ich mich lieber für die und spare noch ein bisschen. Schließlich werden wir ja auch bald befördert. Hoffentlich. So, und wir schauen. Einfach mal ein bisschen zu. Sag mal, hast du jetzt gegessen, Nation? Scheint so. Ist hier auch kein Teller rumstehen? Doch, da hinten steht er. Du solltest mit dem Essen hier sitzen, mein Freund. Du solltest mit dem Essen hier sitzen. Dankeschön. Kanal schauen. Was hatte ich denn? Kochkanal habe ich gleich geguckt. Einfach damit er auch noch ein bisschen kochen lernt. So kann man das Ganze verbinden, indem man, ja, Spaß und eben Nation. Nein. Hör auf damit. Fang gar nicht erst wieder damit an. Du weißt, ich mag das nicht. Wir sind ein ordentlicher Sim, auch wenn wir es nicht eingestellt haben. Du wäschst deine Teller sofort ab. Mein Freund. So, der Mülleimer, der ist noch nicht leer. Sehr schön, sehr schön. Und was machen wir jetzt? Wir wollen noch ein bisschen im Internet surfen und mit unserem Smartphone. Das hier sieht ja geil aus. Halleluja. Hier, so sieht das Apple 8.0 aus. Cool. So, was machen wir jetzt? Willst du das etwa auch weglegen? Sehr schön, Nation. Verstehe ich nicht. Mit Büchern bist du so ordentlich, aber was Teller angeht, da Katastrophe. Die Problemscheune wollen wir jetzt lesen, okay? Was auch immer das sein mag. Es geht auf jeden Fall bald zur Arbeit, 2 Stunden noch. Und wie gesagt, unsere Leistung ist gut. Die müsste beim nächsten Mal denn dafür ausreichen, hier befördert zu werden. Und er macht sich gleichzeitig noch ein bisschen Musik an. Damit haben wir natürlich kein Problem, allerdings Pop, ich weiß noch nicht. Das klingt doch gar nicht schlecht. Müssen wir die Pflanzen endlich auch gießen? Sieht nicht danach aus. Und sehr interessant, was wir hier gemacht haben. Wir haben hier ein Fenster und haben da ein Lämpchen davor gebaut. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so doof fand. Das war nicht hier, aber hier. So, perfekt. Ja, Freunde, und was haltet ihr von unserer Wohnung? Sie ist natürlich noch sehr schlicht eingerichtet, ist noch relativ leer.
Aber ich denke, für einen Anfang, gerade da, wo man auf sein Geld achten muss, ist das eigentlich schon ganz ordentlich. Mir gefällt sie ganz ehrlich. Das ist eine Wohnung, in der ich mich wirklich sehr wohl fühle. Ich habe hier größtenteils auf Wände verzichtet. Hab dafür eine schön große offene Wohnung, in der ich ja viele Umstellmöglichkeiten habe. Und so gefällt mir das ehrlich gesagt wirklich gut. Was wir uns jetzt in nächster Zeit noch kaufen werden, ja, weiß ich doch gar nicht. Eine Möglichkeit wäre natürlich zum Beispiel ein Trainingsgerät wäre eine Möglichkeit. Da wäre zum Beispiel ein Laufband. Dann hätte man da so ein All-in-One-Paket. Gerät. Und ja, dann gibt es natürlich Instrumente wie Klavier, gibt es. Es gibt die Gitarre und die Geige. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Geige und Klavier natürlich neu. Die Gitarre, die ist schon etwas länger bei die Sims. Ja, wie gesagt, finde ich aber interessant, dass es auch jetzt ja, mehr in Richtung klassische Musik gibt. Eben halt Klavier oder Piano, ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich glaube Klavier. Und die Geige finde ich wirklich schön. Ansonsten gibt es auch sonst meiner Meinung nach mehrere neue Fähigkeiten. Eben unter anderem die Schelmfähigkeit, die ist meines Erachtens neu. Und ich kann ja nochmal schauen. Nathan ist jetzt zur Arbeit. Sehr schön, Nathan. Dankeschön, Dankeschön. Können wir natürlich jetzt gerade nicht gucken. Er sprüht ein bisschen. Wie lange arbeiten wir dann? Bis 0 Uhr. Das sind Arbeitszeiten, Freunde. Und wir haben hier die Musik angelassen. Bin ich kein großer Fan von. Noch verdienen wir nicht so viel, als dass wir uns um die Stromrechnung keine Sorgen machen sollten. So, jetzt habe ich's. So, und wir schauen uns hier außerhalb unserer Wohnung noch ein wenig unser Gelände an. Und da ist die Beförderung, meine Freunde. Befördert zum Kleinkriminellen. Nation wurde befördert und ist jetzt Kleinkrimineller. Er verdient jetzt 15 Dollar mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 14 Sim-Dollar pro Stunde ergibt. Er hat zudem das folgende Bonus erhalten. 465 Sim-Dollar Spionageabzeichen. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag um 20 Uhr. Das heißt, wir müssen heute eigentlich nochmal arbeiten. Das ist ja herz allerliebst. Und was ist denn das jetzt? Ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Na, wo habe ich denn das gerade gesehen? Ach hier, okay, es ist gar nicht unsere Wohnung. Unser lieber Nachbar hat eine Sprenkleranlage. Von draußen bedienbar. So, ich hoffe, wir haben uns das geholt. Ja, sehr schön. Vielleicht ist hier auch nochmal was. Ja, ist auch nochmal was. Ihr habt es gesehen. Lässt sich relativ gut verkaufen. Und momentan müssen wir hier um alles Geld kämpfen. Und ich schaue mir schon mal um, was müssen wir dann als nächstes erreichen? Level 2 der Fitness- oder Programmierfähigkeit. Okay. Ein Entweder-Oder ist ja interessant. Großen, auch die wieder bringen uns 80. Das hat uns jetzt nicht allzu viel gebracht, aber gut. Wir können ja noch mal ganz kurz das Angeln anschauen, das habe ich mir nämlich selber noch nicht gesehen. Wir hören hier die Frösche quaken. So, Nation. Dank seiner neuen Angelfähigkeit kann Nation Fische fangen. Sie an die Wand hängen oder in ein Aquarium halten. Das ist ja genial. Du kannst die Fische, die du jetzt hängst, kannst auch immer in einem Aquarium halten. Das finde ich richtig cool. So, schauen wir mal, wie gut er daran ist. Und ich habe immerhin noch einen Blick auf die Zeit. Nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf die Bedürfnisse. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. So, eigentlich sind die 15 Minuten, glaube ich, jetzt schon rum. Aber wir möchten doch immerhin
noch wissen, was Nation jetzt fängt. Also was das angeht, da warte ich jetzt einfach noch mal ganz kurz, um euch das besser zeigen zu können. So, gut, die Angelanimation, die ist jetzt nicht so besonders toll. Oh, wir haben anscheinend den ersten Fisch an der Angel und er kämpft mit ihm. Was wird's sein? Kein Fisch. Schade. Gut, ich denke, das ist ein guter Schlusspunkt hier. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann, macht's gut. Ciao.